Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Drittes Tarkov-Video und heute was ganz, ganz Besonderes für euch. Man kann Tarkov bei Tag erleben, man kann Tarkov aber auch bei Nacht erleben. Und ich wurde gestern vom guten Dragon eigentlich so hart darauf vorbereitet, dass er sagte, wir machen mal zusammen Nachtraid. Er ist jetzt unterwegs, aber hat sich jemand anderes dazu gefunden. Und deswegen grüße Dragon, vielen Dank für den Tipp. Nachtraids, Leute, sind unfassbar intensiv, es ist gruselig auf eine Art. Mir wurde gesagt, es sind wenig Spieler eigentlich unterwegs und man trifft eigentlich keinen und kann in Ruhe looten alles. Nun, ich nehme euch auf den ganzen Nachtraid mit. Das ist mein allererster gewesen. Und dann schaut euch mal an, was passiert und warum ich mir eigentlich fast in die Hosen gemacht habe. Viel Spaß. Das habe ich auf Shoreline gemacht, weil wir eh gelaufen sind und habe mir eine Propital reingepfiffen währenddessen. Ich habe also kein Leben verloren und war halt einfach nur 5 Minuten dehydriert und habe dann was getrunken. War super easy. Ich hab's, wie gesagt, ich hab's einfach nachts gemacht. Ich hab's erst einmal tagsüber versucht, mich irgendwo hinzulegen. Ja, dann auf einmal hörst du nur Scavs und die haben mich komplett in den Haufen geschossen. Wenn du Factory nachts machst, hatten wir es dreimal jetzt, dass kein Spieler in der Runde war. Das ist natürlich auch wild. Wo du aufpassen musst, apropos Scavs. Scavs sehen dich meistens nicht, aber irgendeiner von den blöden Haufen meint dann auf einmal auf 8 Kilometer dich sehen zu können. Das können die ja immer andauernd. Holy fuck. Okay, perfekt. So. Siehst du den Helm? Mhm. Ist nicht das Beste hätte, aber er sollte komplett ausreichend sein. Boah. Aber ich muss hier gerade erstmal gucken, wo wir überhaupt sind. Wir sind Outskirts. Ein Stück weiter geradeaus, rechts müsste das Scaffhaus sein. Und kann ich das hier auch ausschalten? Mit N. Hier kannst du einfach wieder ausschalten. Ah. Scaffhaus ist vor uns. Wie gesagt, du musst nur auf Scaffhaus aufpassen, die sehen dich irgendwie. Wo wollen wir denn eigentlich lang? Ich werde jetzt fast das. Ja, okay, Dorf wäre viel close. Wir könnten theoretisch gesehen fast. Ja, sollen wir mal Holzfällerlager versuchen? Können wir machen. Pass auf den Spawn auf, falls rechts einer war. Und das hier ist vor uns. Minus. Noch einer vor uns? Noch einer? Minus. Ich stack kurz auf. Jawohl. Das ist. War Richtung Scaffhaus war was? Das ist jetzt aber nicht das beste Nachtsichtgerät, oder? Das beste, das hab ich jetzt gerade. Ich kann ja, wenn wir gleich einen sicheren Punkt haben, tauschen. Ja, alles gut, alles gut. Wollte nur wissen, ob es da noch andere Alternativen gibt. Aber du hast ja, wenn du siehst ja, wie viel du sehen kannst ohne und wie viel mit. Das, was ich habe, hat ein bisschen größere Sicht, also du siehst drumherum mehr. Das hab ich leider alles. Das war der Typ, der das unfreiwillig gespendet hatte mit der Waffe mit dem roten Lauf. Aber wenn du hier jemanden tötest, siehst du ja gar nichts, wo der ist. Doch, der eine liegt da und der andere liegt da vorne. Ich sehe den einen gar nicht, der hier liegt. Aber irgendwie hat das schon was hier. Also irgendwie Chat hat das was. Ja, brauchst du das was? Ich meine, ich hätte Steps gehört. Ja. Ich höre. Ist weg. Hat er mich nicht gesehen? Scav, richtig? Scav. Das Ding ist, was für ein Visier spielt man hier in der Regel? Ich hab jetzt. Also Kimmelkorn RB5 und hab hier. Was ist das? Vierfachvisier. Auf okay. Der VPO. So, dann lass uns zum Holzfällerlager.
Gegner erscheinen in hell oder? Gegner siehst du, ja, wie soll ich sagen, alles grünlich. Du erkennst sie direkt, aber jetzt nicht, die schimmern nicht besonders. Mal mitten in den Graben hier. Da leg dich mal hin. Nimm dir mal meinen Helm. Alter, tausendmal besser. Damit oder? Den behalte ich. Alter, ist ja viel besser. Hä, die Sicht ist viel klarer mit dem hier. Das hat weniger diese Punktierung drin. Was kostet das hier? Oh, das ist glaube ich teuer. Also ich hätte es auch gerne wieder. Ich kann es dir auch jetzt wiedergeben. Nein, mach ruhig. Also, wenn ich es verliere und hier sterbe, kaufe ich dir ein neues. Ah, dann passiert. Passiert ist passiert. Alter Falter Chat, das ist. Also alleine würde ich mich das hier glaube ich nicht trauen. Das ist ja fast wie ein Horrorgame. Mal eben beim Zeltplatz. Ist dir sonst was aufgefallen? Nee, eigentlich nicht. Es schießt keiner. Weil sich keiner traut wahrscheinlich. Siehst halt, also die meisten Scharfschützen können auf ganz großer Distanz nichts sehen. Und da hier viele auch ohne irgendwas reingehen, sind die ganz, ganz vorsichtig. Die ohne reingehen, was machen die? Laufen die einfach nur ab und sammeln oder was? Viele nutzen das jetzt einfach für so Missionen wie Entkommen aus Woods oder jetzt Jäger oder sowas. Die nutzen das dafür. Gibt natürlich auch die Hardcore-Freaks, die jetzt hier mit den Top-Headset hier langlaufen und richtig Action machen. Schritte rechts gehört? Einzige, wo wir jetzt aufpassen müssen, ist gleich an der Halle, dass da hier kein Scav-Boss oder so lang läuft. Den hätten wir schon gehört, wenn Sturm da wäre. Hier ist gelootet worden, glaube ich. Gibt nämlich extrem wenig Schüssel. Wie das aussieht, ey. Hier ist komplett ungelootet. Perfekt, ich bin noch draußen am Truck. Eine MK47. Oh, nice. Die musst du irgendwie wegbringen. Scav, draußen. Ja. Das sind nicht meine Schüsse. Scheiße, ich versuche noch kurz hier ranzugehen. Wo waren die Schüsse? Rechts von uns. Das ist ein scheiß Call, wo die kleinen Häuser sind, etwa. Ja. Also die MK47 würde ich gerne mitnehmen. Ich soll die auf jeden Fall, die hatte ich gerade ja gehabt. Das ist so ein geiles Ding. Gehen wir hier zu den drei Baracken vor? Ja. Warte, ich höre was. Hast du es auch gehört? Klang nach Gras. Hattest du alle Kisten leer?
Du siehst ja auf jeden Fall jetzt Ticken vor mir. Beziehungsweise du siehst generell mehr als alle anderen, glaube ich. Also dieses Set, dieses, das Ding ist wirklich krass. Im mittleren. Irgendwas Dickes. Einen hab ich. Einer ist noch drin. Ich hab's noch nicht. Minus, beide Minus. Wo bist du? Ich bin tot. Nicht dein Ernst. Naja, ich hab vorsichtig in das Haus reingepickt, die haben beide schon rausgezählt. Oh. Aber schönes Ding. Das sind die Leute, die Bock hatten. Bring auf jeden Fall die Helme mit. Oder beziehungsweise die Visiere. Weil die hatten beide Nachtsicht. Seine Weste habe ich komplett zerstört. Ah, der hat Skull-Lock. Alter Schwede, ey. Wo bist du gestorben? Weiter geradeaus, weg von dem Haus aus gesehen. Also wenn du aus dem Fenster quasi gucken würdest, da ein Stück weiter geradeaus. Wo habe ich den anderen gelegt? Da. Holy cow. Aber guck, die haben auch nicht den geilsten Stuff mit. Seine habe ich auch komplett zerstört. So, und wo bist du? Die Vase mit eingepackt. Nee, kein Platz. Von dem Fenster aus muss eigentlich nur ein Stück geradeaus gehen. Also quasi aus der, von dem mittleren Ding. Und vom mittleren in die andere Richtung, wo wir kamen. Ein Stück geradeaus, da müsste schon liegen. Ich hab dich. Der eine hat. Er hat einen Lucky Shot hingekriegt. Der hat nämlich einen Heady verpasst. Aber theoretisch gesehen auf meine Dings umsetzen noch. Du kannst ja die Blackrock auf jeden Fall mitnehmen. Also, das ist eine richtig schön dicke Rig und. Da kriegst du sogar noch einen Helm mit rein. So. Meins ist versichert. Also bei mir, also meine Rig rein. Nimm die Rig mit. Da kannst du, da hast du noch einen Vierer Platz mehr. Oh, perfekt. Deine Waffen wirst du hier wiederbekommen, ne? Die sind wellen nicht tragisch, die sind nicht schlimm, wenn die weg sind. Oh.
Holy cow, ey. Aber beide schon erwischt. Bridge Axe ist scheiße. Northhand könnte ich machen. Oder ich gehe am Camp vorbei. Ich will versuchen, über den Wald nach UN. Du hast einen Sichtbonus. Mhm. Die Wichser haben sich aber auch krass da unten angeschlichen, ne? Ja, die hingen da schön im Dings drin. Ja. Yeah. Und ich habe einen Treffer nur kassiert, das war genau in den Kopf. Wie ich da reingeschossen habe, muss irgendeiner aus Reflex geschossen haben und mir direkt einen Gesichtstreffer verpasst haben. Ich habe es sogar gesehen, der Schuss ging an mir vorbei und ich habe gedacht, der wäre an uns beiden vorbei. Aber sie haben zumindest ein paar Kugeln gefressen, immerhin. MP5 ist echt eine Waffe, die kann ich entbehren. Warum hat der eine Taschenlampe? Ja. Du musst nur aufpassen, wenn die dir jetzt aktuell ins Gesicht leuchtet, dann hast du ein Problem. Und du gehst hier alleine rein. Ja. Und Dragon sagt gestern noch, er kriegt mich irgendwann dazu, einen Nachtraid zu machen. Er tut mir so leid, das muss ich ihm zeigen. Chat, merkt euch das, wir müssen das Dragon schicken. Er wird so stolz sein. Mach mal kurz das Visier hoch. Boah, du kannst ja nicht weiter als 3 Meter sehen. Okay, da kannst du wieder runter tun. Weil der Mond auf der Erdenseite hochkam, deswegen. Da musst du ein bisschen achten, weil man verlässt sich sehr schnell auf die Dunkelheit. Wenn dann, wie gesagt, der Mond falsch scheint und die anderen können dich auch sehen, dann wird's echt eklig. Okay, Bridge hat jemand genommen, das bedeutet einer weniger. Jetzt brauchen wir sowieso keine mehr. Aber wir sind gut ausgerüstet. Wir haben eine 5er-Rüstung, die ein bisschen was getankt hat, Gott sei Dank. Waffe ist hochgemoddet, die war teuer. Willst du noch so ein Dingscamp? Hab ich überlegt, aber ich habe so Angst, dass hier irgendwo einer einfach nur am Snipen ist für Tarkov-Shooter. Ich weiß nicht, ob da Lichtquellen waren. Ja, das Camp ist sehr hell. Deswegen, da hast du keinen Vorteil. Außer natürlich bessere Waffe und 5er Rüstung. Ja, aber auch die 5er nur noch Haltbarkeit halb seit die Grund, ne? Wenn die Hits abbekommt, dann schützt sie dich, aber dann ist sie auch Schrott. UN. Ich gehe rüber. Links. UN ist das linke, ne? Ja, ich weiß. Achso. Es ist irgendwie verlockend, da reinzugehen, Chat, aber... Weil das Einzige, wo du beim Nachtraid echt aufpassen musst, ist halt auch Licht. Jetzt so grün, weil grünes Licht bedeutet irgendwann hat Nachtsicht und... Wenn der Mond zu krass leuchtet, sehen die Gegner auch ohne Nachtsicht dich. Es gibt wohl auch eine Möglichkeit, dass du die Farben so hin und her stellst, dass du ohne Nachtsichtgerät trotzdem in der Dunkelheit sehen kannst. Ja, du musst PostFX anmachen und dann 5 Settings waren. Das habst du durch Zufall vorhin gesehen bei Twisted. Das Ding ist, mit dem Visier ist das. Also eigentlich bräuchte man dafür ein anderes Visier. Also ein anderes Scope.
Alter Falter. Ich hab dir auch gesagt, ich werde alles dafür geben, dass dein Schmuckstück zurückkommt. Perfekt. Muss mir sagen, soll ich das da hinten in die Ecke werfen oder soll ich es mitnehmen und ich gebe es dir gleich irgendwo? Tu es auf den Kopf lassen. Okay. Ist dir lieber, ne? Als dass einer drüber läuft. Ja, das Problem ist, es leuchtet schön grün. Weiter, wenn es auf dem Boden liegt. Ach so. Was mich wundert, dass die wieder im Camp sein konnten, ohne dass man es hört. Das Einzige, was mich auch so ein bisschen gewundert hat. Und was mich nervt, der hat denn nicht. Die haben ja. Das war ja direkt. Der eine hat mit Dreck einen ins Gesicht verpasst. Mhm. Aber Chat, das erste Mal 1 gegen 2 gewonnen. Level 10, Level 32. Er heißt You Barely Got Me.